So, wir suchen jetzt gerade nach den Leuten für unsere Crew. Ansonsten die Träne Innos. Hey, ich habe gehört, du warst ziemlich lange im Keller des Klosters. Was hast du herausgefunden? Wer heute Schrankdienst hat. Ich weiß jetzt, wo sich der Feind versteckt hält. Es ist eine kleine Insel, nicht weit von hier. Das ist unsere große Chance. Wir müssen sofort aufbrechen und das Böse endgültig vernichten. Hast du schon mit Diego darüber gesprochen? Nein. Ich denke, er wird dich begleiten wollen. Und vergiss Lester nicht. Wenn du ihn nicht aus seinem Tal herausholst, wird er dann noch vergammeln. Meine Rolle dabei kenne ich auch schon. Ich kann dein Mana steigern und im Runenbau behilflich sein, wenn wir gegen den Feind antreten. Wann geht's los? Willkommen an Bord. Willkommen an Bord. Wir treffen uns am besten am Hafen. Warte dort auf mich. Gut. Wenn du soweit bist, werde ich dort sein. Ich weiß schon, wen ich mitnehme. Ich frage Jack. Gorn. Diego, Lester und Milton. Vorher lege ich mich hier noch in irgendein Bett rein. Das darf doch nicht wahr sein. Man sieht ja nun wirklich so gut wie gar nichts irgendwie. So. Ich weiß auch schon, welche Schiffe wir nehmen. Zur Hafenstadt. Oder Laris? Soll ich Laris mitnehmen? Das ist ja schrecklich. Wo ist denn? Jack ist weg. Du hast es nicht gewusst. Ich fragte. Oder Gavel? Ich glaube nicht alles. Ich spreche erstmal mit Diego. Er erzählt alles, was in den Augen gesehen wurde. Erzähle ich gar nichts mehr. Ach, erzähl mir nicht sowas. Wo ist Diego hin? Wo ist er nur? Ich habe so einiges gehört. Er hat auf die falsche. Ah, da oben stehen immer noch die ganzen Küstenfuzis. Ah, mit Lord Hagen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Ich werde Korinnes verlassen. Kluge Entscheidung. Ich wünschte, ich könnte mit. Die Stadt hat sich zu sehr verändert. Die Zeit des schnellen Goldes ist vorbei. Ich könnte dich im Bogen schießen, Schlösser knacken und Geschicklichkeit unterrichten. Außerdem kannst du sicher einen guten Dieb gebrauchen. Klar, komm mit. Komm doch mit. Wir werden uns am Hafen versammeln. Ah, du hast recht. Korinnes ist ein Loch. Ich werde mit dir gehen. So, ich bin bereit. Wir sehen uns am Schiff. Wunderbar. Okay, ich habe jetzt zwei Leute. Ich würde auch ganz gerne Jack mitnehmen. Vorher klar. Das hat er doch vorher gewusst. Aber Jack ist irgendwie nicht mehr da. Lieber den Mund halten. Wirklich? Das ist ja interessant. Jack, Jack, Jackety Jack. Jack, Jack, Jack. Ach, da sitzt er wieder. Ja interessant. Interessant. Wo war er denn hin? Hey, du. Das war da schon vorher klar. Erzähl mir was. Der Hafen von Korin. Hier treibt sich. Ja, ja, ja. Das war's doch inzwischen. Warum gehst du dann nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben Sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Was meinst du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer. Ja. Ich sag dir, halt dich von denen fern. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher.
das ist alles Schied. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Korinnes ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich... Ah, ja, ja. Warum gehst du denn nicht? Das hatten wir alle schon. Ja, wahrscheinlich müssen wir eben dafür erst seinen Leuchtturm zurückholen. Machen wir dann auch noch. Zum Kloster, zu Xardas, zur Hafenstadt, zum Großbauern. Da will ich hin. So, wo ist denn Gorn? Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das wundert mich nicht. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Irgendwann musste es ja so. Hey! Eine mittlere Drachenrüstung habe ich ja schon. Meine Meinung kennst du ja schon. Nicht, du hast doch nicht ganz zu machen. Das ist eine Entscheidung. Das war genauso, wie du sagst. Glaubst du wirklich? Ich habe was anderes. Ich erzähle dir doch nichts Neues. Das will doch keiner mehr. Er muss mir schon besser für sich sein. Es war doch seine Entscheidung. Gorn ist doch sicherlich wieder irgendwo hier. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Oder auch nicht. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Das ist wirklich nicht mein Problem. Oder Gorn ist tatsächlich tot. Nicht, das hast du nicht gewusst. Das wäre etwas schade. Ich bin ganz nicht daran. Hey, du! Ich habe was anderes gehört. Dass daran was ändert. Patrick ist wieder da. Ja, Mann. Daran habe ich schon nicht mehr geglaubt, du. Hey, tu mir einen Gefallen. Ja? Spar dir deine Dankesrede. Ich wollte mich gar nicht bedanken. Na, doch, sondern wolltest du. Dir nur sagen, dass du ein verfluchter Teufelskerl bist. Bleib mich. Sauber. Gut, gut. Dann ist ja alles gut. Das ist doch lange bekannt. Das interessiert mich. Das ist doch alles schwierig. Das ist eine schlimme Sache. Okay, ganz ehrlich, wo zum Fick ist Gorn denn? Ist was anderes. Wolf, Söldner, Söldner. Das hat er Raoul. Das hätte er auch gut, dann eben zu Xardas. Dann spreche ich einmal mit Lester. Ich habe herausgefunden, wo sich der Feind versteckt. Frag mich nicht wieso, aber ich spüre, dass ich dich begleiten sollte. Wie meinst du das? Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich die Antwort nur erfahre, wenn ich dich begleite. Dann komm mit und hol dir deine Antworten. Wir treffen uns am Nummer 3. Wenn ich soweit bin, werde ich dorthin kommen. Beeil dich, unsere Zeit ist knapp. Gut, Hafenstadt, Xardas, Kloster. Na, dann machen wir doch mal Jacks Leuchtturm wieder frei. Ich will Jack mitnehmen. Der Jack ist cool. Ich mag ihn. Ist das möglicherweise wieder ein Bug und Bennett kann mir schon die richtig dicke Rüstung geben? Ich weiß es nicht. Weil an sich, warum sollte er mir nochmal die mittlere Rüstung anbieten? Die habe ich ja schon. Apropos, wo sind eigentlich diese ganzen Minen, von denen noch gesprochen wurde? Schatzkarte. Grarons, Landkarte Korinnes. Höhlen von Korinnes. Ach du Scheiße. Okay. Ja, da sind wir doch gleich bei zwei in der Nähe. Vielleicht finden wir da ja noch ein paar Eier.
steht der Suchende da. Der Suchende steht echt immer noch da. Ich fasse es ja gar nicht. So, das dürfte jetzt eigentlich ein Kinderspiel werden. Wisst ihr was? Das machen wir ganz einfach. Einmal einen kleinen Feuerregen drauf und dann war's das. Hat sich das erledigt. Ich mach dich fertig. Was? Nein! Ah, fuck! Es war kein Feuerregen. Shit. Fuck. 8. Nein, ich habe 6 gedrückt. Okay, einen Moment. Ich habe da doch gerade noch gespeichert. Das ist doch kacke. Ja, tut mir leid. Das war mein Versehen. Ach, nicht, wieder nicht genügend Mana. Okay. Ich habe mich schon gewundert, warum hier nichts anvisiert wird. Feuerregen. Ah, verdammt. Okay, das machen wir nochmal. Ich war nicht nah genug dran. Die wurden einfach nicht davon mitgerissen. Passiert. Wunderbar. Das lief doch besser als erwartet. Also, naja, bis auf die paar kleinen Fehlgriffe, aber hey. Das ist doch nichts gewesen. Hat niemand gesehen. Ist ja nicht so, dass ich es aufgenommen habe oder so. Nee. So. Ah, eine Truhe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Bude hier gefällt mir bisher am besten. Gut, zum Kloster, Xardas, Hafenstadt. Das waren ja nur 3 Stück. Hey, du! Mich brauchst du das nicht zu fragen. Die Banditen, die in deinem Leuchtturm hausten, sind weg. Ist das wirklich wahr? Endlich kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Komm doch mit. Von meinem Turm aus hast du einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer. Warum erfahre ich das nicht? Warte mal. Hättest du nicht Lust, wieder zur See zu fahren? Ich würde meinen rechten Arm hergeben, um nochmal auf einen großen Schoner anheuern zu können. Aber für so einen alten Knäppel wie mich ist das nicht mehr so einfach, mein Jung. Außerdem, wer wird sich um den Leuchtturm kümmern? Das war doch schon vorher klar. Ich brauche deine Erfahrung als Seemann. Potzblitz, was hast du vor, mein Jung? Du willst doch nicht etwa die Kriegsgaläre des Königs entern, oder? Oder? Wer weiß. Das wäre ja was. Na schön, aber mein Leuchtturm werde ich nicht so einfach aufgeben. Was machen wir denn da? Was wäre, wenn ich dir jemanden bringe, der in der Zwischenzeit auf deinen Turm achtet? Gar keine so schlechte Idee. Ich wüsste da auch schon jemanden. Harald, der Schmied, hat einen Lehrling. Der heißt Brian.
Ich habe mich schon oft mit ihm unterhalten. Ich würde ihm gerne meinen Turm anvertrauen. Ich glaube, er wäre genau der Richtige dafür. Sprich mal mit ihm. Vielleicht haben wir Glück und der Junge wird uns helfen. Das ist doch einander bekannt. Ja, das ist doch gar kein Problem. Schlimm ist gar nicht mehr, wie man noch glauben kann. Und es wird noch viel schlimmer. Der redet einfach zu viel. Das ist ja schön. Hey! Hey, du! Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Ich hörte, du hättest Interesse an Jacks altem Leuchtturm. Jack möchte vielleicht wieder zur See fahren. Aber sein Leuchtturm wäre in der Zeit unbeaufsichtigt. Jack sollte aber klar sein, dass ich aus seinem Leuchtturm eine Schmiede machen werde, wenn er nicht da ist. Ist das ein Problem? Nicht für mich. Harads Schmiede kriege ich sowieso nicht. Das habe ich mir schon aus dem Kopf geschlagen. Abgemacht. Wir sehen uns bei Jack. Na, sehr gut. Ich glaube da nicht dran. Jetzt fehlt im Grunde nur noch Gorn, aber Gorn ist, glaube ich, ja... ist er jetzt schon zu seinem Leuchtturm hin? Ach, da müssen wir wieder zu Jack laufen. Hoppala. Gut, dann fehlt uns noch eine Person. Eine einzige. Das wäre Gorn. Ich hätte zumindest gerne Gorn. Wenn ich nämlich schon Diego, Lester und Milton dabei habe, dann würde ich Gorn eigentlich auch dabei haben, aber irgendwie habe ich das miese Gefühl, dass Gorn endgültig tot ist. Oder er sitzt wieder irgendwo im Knast. Eins von beiden. So, Jack. Brian wird ab jetzt auf deinen Leuchtturm achten. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Brauchst du mich noch? Ja. Sei mein Kapitän. Ich bin zwar schon weit rumgekommen, mein Junge, aber ich bin doch noch nie Kapitän von einem Schiff gewesen. Ich habe von Navigation keine Ahnung. Das wirst du übernehmen müssen. Ich werde mein Bestes geben. Dann zeig mir mal dein Schiff und deine Mannschaft. Weißt du denn schon, wo du hin willst? Ich meine, hast du eine Seekarte? Warte auf mich im Hafen. Und den Rest mach dir keine Sorgen. Wie du meinst. Sehr gut. So, zum Großbauern, zur Hafenstadt wieder zurück. Das ist jetzt hier natürlich wieder ein elendes Hin und Her. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal in die Oberstadt und uns das Schiff holen. Aber selbst wenn nicht, dann fehlt mir immer noch eine Person. Ach, erzähl mir nicht sowas. Oder kann ich die beste Rüstung tatsächlich erst am Ende kriegen? Von mir erfährt keiner was. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Damit meine ich wirklich ganz am Ende. Das ist doch lange bekannt.
erzähl dir doch nichts Neues. Ich brauche ein Schiff. Du hast ja noch nicht einmal einen Kapitän. Geschweige denn eine Mannschaft. Was ist mit dem Schiff im Hafen? Das gehört mir. Und das bleibt auch so. Mit diesem Schiff werden wir das Erz abtransportieren. Wenn das erledigt ist, dann kannst du mich ja noch mal fragen. Das interessiert mich nicht. Worauf wartet ihr noch? Wir warten noch auf unsere Ausrüstung und Verpflegung. Dann brechen wir auf. Ich könnte dir sagen. Okay. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ohne Mannschaft keine Reise. Wie es aussieht, muss ich diese seltsame Insel des Feindes erreichen. Doch verbinde ich erstmal ein Schiff, eine Mannschaft und einen Kapitän. Kapitän habe ich. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge versuche ich da mal ein Schiff klar zu machen. Wahrscheinlich unten das Schiff der Paladine und natürlich Gorn zu finden, beziehungsweise dann eben eine Alternative. Hier geht es besser.